Sogar, dass wir sagen, das ist ein Muss. Ja. Also jedes Unternehmen, das auf LinkedIn aktiv sein möchte, sei es jetzt in Richtung Mitarbeitergewinnung, Kundengewinnung, in den Werbeanzeigen und organisch mit Videocontent arbeiten muss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier. Heute bin ich nicht alleine, sondern habe noch meine Kollegin Kathleen Höller dabei, die jetzt mittlerweile schon seit 4 Jahren Teil der InnoOne ist, Teil des Teams. Und ja, wir wollen heute mal so ein bisschen erzählen, was sich eigentlich in den letzten 4 Jahren geändert hat, wie auch so ein bisschen die Entwicklung von InnoOne war. Und damit ihr nicht immer nur mir zuhören müsst, auch mal jemand anderen dabei, mit dem ich auch einen Dialog führen kann, was wir jetzt auch allgemein ein bisschen mehr einführen wollen. Also weg von dem reinen Monolog mit hinzu zu dem Dialog mit spannenden Gästen auch. Und ich dachte, ich starte heute mal mit Kathleen. Ja, vielen Dank. Genau, Kathleen, viele kennen dich wahrscheinlich schon. Du hast ja auch schon so 1-2 Videos gemacht. Vielleicht willst du dich einfach noch mal kurz vorstellen. Was machst du bei uns? Klar, sehr gerne. Genau, ich bin Kathleen, bin seit dem 1.6. schon offiziell 4 Jahre bei InnoOne. Die Zeit vergeht echt extrem schnell. Ja, ich bin bei uns vor allen Dingen für den Bereich LinkedIn-Werbeanzeigen zuständig, da auch vollumfängliche Strategien. Konnte mich da wirklich in den letzten 4 Jahren ja in der Agentur hin entwickeln gemeinsam und durfte das Ganze letztes Jahr im November nochmal krönen, eben mit auch dieser Ausbildung von LinkedIn zur Certified Marketing Expertin. Das ist ganz cool, da gibt es aktuell nur 55 weltweit von und dadurch kann ich eben noch enger mit LinkedIn zusammenarbeiten und ja noch mehr Insights für uns auch direkt mitbekommen. Sehr cool. Du hast ja auch so eigentlich die Reise miterlebt, ich sag mal 2020, genau. Da war das ja auch mit LinkedIn alles noch ein bisschen anders. Ja, das Jahr war ja eh crazy, weil im März fing ja Corona an. Ja, stimmt. Und dann im Juni bin ich ja bei euch gestartet und da war ja eh gerade so unruhige Stimmung im Markt, alle Messen waren gecancelt für 2020 ja. Und ich weiß noch ganz genau, so die ersten Kunden, die ich betreut habe, da war so, ja, wir machen jetzt dieses Jahr keine Messen oder wir können ja keine Messen machen, deswegen haben wir mal Budget über und haben uns mal gedacht, so, wir probieren jetzt mal LinkedIn aus, das weiß ich noch ganz genau, das waren so dann die ersten Projekte, die ich mit betreut habe und es ist schon irgendwie faszinierend zu sehen, wie sich das Ganze in den letzten 4 Jahren entwickelt hat vom Start. Ja, das war ja auch damals noch, ich glaube, viel Social Selling, ne? Oder viel da konnte man noch Leute einfach so anschreiben. Ja, und, ja, genau. Also alle die sich ja schon länger mit LinkedIn beschäftigen, kennen ja wahrscheinlich noch diese Massennachrichten von wegen, haben Sie noch Kapazitäten für Neukundengeschäft? Die haben damals ja tatsächlich funktioniert. Da gab es ja auch noch gar nicht so diesen Gap, was so die Anfragen angeht. Also da war ja wirklich alles über Masse. Ja. Und ich glaube, also die ersten Monate oder ich glaube ja sogar ersten 1-2 Jahre habe ich ja mich ausschließlich mit dem organischen Teil beschäftigt. Ja. Und damals war Social Selling noch so einfach. Ja. Also, da war so die Acceptance Rate immer bei Minimum 30%, 40%, 50%. Ja. Man hat innerhalb von 3 Nachrichten direkte Termine bekommen mit Geschäftsführern. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten Kunden, die so viele Anfragen hatten im Social Selling, dass sie die nicht mal bearbeiten konnten. Davon würden wir heute träumen. Ja, das war damals echt einfach. Also man konnte halt echt mit so relativ einfachen Nachrichten, noch ohne Content zu posten, eigentlich. Die Profile waren teilweise echt nackt. Ja, konnte man Termine generieren. Ja. Das hat sich dann so ein bisschen gewandelt, weil es halt immer mehr gemacht haben. Und ich würde sagen, so, wir haben ja dann auch schon früh eigentlich mit Ads angefangen. Ja. Dann auch mit den ersten Kunden. Ja. Und dann war auch immer so mehr dieses Thema mit Content, ne? Ja, total. Also Ads haben wir ja, seitdem ich da bin, eigentlich schon für uns gemacht, von Anfang an. Also wir haben ja auch für uns selber noch viel Social Selling gemacht, aber immer schon die Ads. Ich muss mal die erste Ad von mir, ich muss die mal posten. Das ist auch... Viel schlimmer ist, ich glaube, ich habe damals noch in so Canva auf ganz...
Praktikum basic-mäßig so Creatives erstellt. Ja. Ist gruselig, wenn wir heute das Daniel, der hinter der Kamera sitzt, zeigen. Aber ich hab mal gelesen, wenn du dich nicht schämst für das, wie du vor 3 oder 4 Jahren gearbeitet hast, da hast du irgendwas falsch gemacht, weil du dich nicht verbessert hast. Also ich würde mich auf jeden Fall schämen. Aber es hat halt funktioniert, ne? Und irgendwann hat sich das ja extrem gewandelt auf LinkedIn, weil... Ja, wie bei allen Sachen, ne? Wenn die Unternehmen irgendwann anfangen zu merken, ah, es funktioniert, dann springen immer mehr auf den Zug. Und dann, gerade im Social Selling, war einfach das Problem, dass die Leute halt genervt davon waren. Also gerade so die Geschäftsführer, man hat so viele Nachrichten bekommen und irgendwann war es dann einfach too much. Und der Prozess hat halt auch immer länger gedauert. Also bis man dann wirklich Ergebnisse hatte in Form von Terminen, Leads, Telefonnummern, E-Mail-Adressen. Weswegen wir ja dann auch mit Kunden immer mehr in das Thema Werbeanzeigen reingegangen sind und beim Social Selling halt den Part Content Marketing einfach stark ausgebaut haben. Ja, das stimmt. Was ich da tatsächlich, was mir jetzt vor kurzem nochmal eingefallen ist, gerade als auch Daria da eine Kampagne gepostet hat mit irgendwie unter 10 Euro Leadpreis oder so. Ja, ja. Da dachte ich mir, da ist es tatsächlich jetzt, wenn ich so 2020, 2021 an die Klickpreise und alles denke, war es eigentlich schon immer recht ähnlich. Also es war, das war jetzt nicht so, als war es dort dann viel, viel besser. Klar, gewisse Sachen, Angebote haben besser funktioniert. Aber von den Kosten war es immer noch relativ ähnlich. Ja, es ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe tatsächlich ich glaube Samstag so schön auf der Autofahrt, ich glaube, es ist die neueste Folge von AJ im Podcast gehört, zum Thema 5 Gründe, warum sich die Kosten auf LinkedIn über die letzten Jahre verändert haben. Und da wird auch nochmal so erklärt mit dem Algorithmus und so. Und da war auch, dass das halt, jetzt ist nicht so ein Riesensprung, dass wir irgendwie vor 4 Jahren 2 Euro bezahlt haben, jetzt zahlen wir 12 Euro. Aber es hat sich halt viel Algorithmus geändert. Und da gibt es auch, glaube ich, eine Zahl von LinkedIn, können wir vielleicht in der Beschreibung nochmal ergänzen, wie sich die Anzahl der Werbetreibenden auf LinkedIn erhöht hat. Und das ist halt gigantisch. Ja. Also wenn man sich da anschaut, wie viele Unternehmen 2020 Werbung geschaltet haben und wie viele 2024 Werbung schalten, das ist halt schon extrem. Ja, und ich glaube, in den USA merken die das halt noch mehr, weil da dieses Userwachstum nicht so krass ist. Ja. Und in Europa, und gerade in der Dachregion, haben wir ja das stärkste Userwachstum von LinkedIn weltweit gerade. Oder abseits jetzt, ich weiß nicht, wie es mit Indien ist, aber Manuel meinte mal, dass es ganz weit vorne ist. Und ich glaube, dadurch, dass dann halt trotzdem mehr Werbetreibende kommen, User gleicht sich halt irgendwie aus und wir merken es noch nicht, aber... Ja, was man ja auch dazu wissen muss, ist, auch bei den Werbeanzeigen, das ist Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Ja. Und logischerweise, wenn halt die User immer steigen und dann auch die Werbetreibenden, das ist halt irgendwann ein Ausgleich. Aber irgendwann hast du diesen Gap wahrscheinlich, wo dann die Kosten nochmal definitiv steigen werden. Also für alle Unternehmen, die jetzt noch keine Werbung schalten in 2024, ist es halt immer noch nicht zu spät anzufangen. Aber in wahrscheinlich 6 bis 12 Monaten sieht das halt schon ganz anders aus. Ja, die Frage ist halt immer, was ist die Alternative? Wo, gerade dieses Thema, ich hatte es heute auch nochmal mit OMR Reviews, gerade dieses Thema Account-Based Marketing. Ja, wenn du da halt wirklich eine Liste hast, selbst wenn du da für die Impressionen, für 1000 Impressionen 150 Euro oder 200 Euro zahlen würdest, du erreichst halt zu 100% deine Zielgruppe. Ja. Und wo hast du das sonst? Weder auf einer Messe, noch wenn du irgendwie Plakate aufhängst oder auf Facebook oder sonst wo Werbung machst oder Google. Aber auf LinkedIn weißt du halt wirklich das, was ich einstelle, nur die Listen, die ich hochlade, nur die Unternehmen sehen's. Ja, vor allen Dingen, wenn du Account-Based Marketing machst, du hast ja eine Quote von eigentlich 100%, dass du deine Zielgruppe erreichst. Weil du bestimmst ja, in welchen Unternehmen deine Werbung ausgespielt wird. Und besser geht's ja eigentlich gar nicht. Und wenn wir uns dann nochmal unsere Messestrategie angucken, aus der Kombination aus Offline und Online, dann ist es halt meiner Meinung nach ein Game Changer. Also das hatte ich jetzt auch am Freitag im Neukunden-Onboarding, wo die Kundin sagte, diese Kombi aus, ihr habt meine Kollegin mit den Werbeanzeigen bespielt und dann haben wir uns auch noch auf der Messe getroffen, das war ein Game Changer. Und ich meine, wir beide wissen, wie kurz unser Sales Cycle dann war. Und was das dann für Projekte sind. Und das ist halt einfach, ich finde, in 2024 ist es halt die Kombi. Weil als ich angefangen habe, 2020, ist
gab ja keine Möglichkeit aus der Kombination aus Offline und Online. Es war ja auf einmal so, ja, es muss jetzt alles online laufen. Und es hat sich ja auch so, ja, ich glaube, 1-2 Jahre wirklich durchgezogen, bis es dann 22 so wieder mit den Veranstaltungen losging. Und ich glaube, gerade jetzt ist halt einfach diese Kombination ein Gamechanger. Ja, auch für uns war das ein riesen Aha-Moment oder ein Gamechanger, weil wir kennen nur online, so seit es die InnoOne gibt, ist gefühlt Corona so gewesen. Wir haben ja am Anfang immer gegen Messen. Genau so. Und Messen sind auch in den meisten Fällen immer kritisch zu beurteilen, aber gerade, da war doch auch mal ein Kunde, der dann in Kombination mit der Messe auch LinkedIn, und dann war es die erfolgreichste Messe, was die je hatten. Ja, er hat auch gesagt, er hätte niemals damit gerechnet, oder beziehungsweise für ihn war der Aha-Moment, als dann die Leute zum Stand gekommen sind und gesagt haben, ich habe eure Werbung vorher auf LinkedIn gesehen, erzählt mir noch mal kurz, was ihr macht. Ja. Und davon brauchst du dann halt auch nicht 100 Leute, sondern halt die Handvoll der Richtigen. Und da, die kommen ja einfach mit einer ganz anderen Erwartungshaltung zu dir. Ja, ja, gerade dieses Kombi, wenn man immer wieder die Werbung von Leuten sieht, immer, und die halt gut ist, ja, und nicht jetzt so komplett komisch gemacht oder zu aufdringlich, dann sprechen Leute einen auch auf der Messe an oder sagen, hey, ich kenne dich irgendwo her, du bist doch da immer in den Ads. Und irgendwann hat man so einen Zielgruppenbesitz, dass jeder weiß, was man macht. Ja, ich glaube, deswegen ist auch die Kombi aus Werbeanzeigen und organisch so wichtig. Ja. Also dieses, ja, auch da vor 2 Jahren hat es gereicht, Lead-Kampagnen auf LinkedIn zu machen. Ja. Ja, ganz klassische Whitepaper-Kampagnen, Telefonnummer, E-Mail-Adressen generiert, konnte direkt Termine legen, Angebote rausschicken, Abschlüsse machen. Auch das hat sich ja so stark verändert in den letzten, ich würde mal sagen, so 2 Jahren eigentlich. Also in dem letzten Jahr ja noch extremer. Ja. Dass nur diese Werbeanzeigen halt einfach nicht mehr ausreichen. Also es ist ja jetzt, vor allen Dingen in diesem Jahr, eigentlich ein Muss, auch organisch irgendwo präsent zu sein, wenn man es halt auch richtig ausbauen will. Ne? Ja, man muss im Prinzip mehrere Channel nutzen. Es reichen nicht mehr diese einzelnen Silos. Ne? Ja. Einfach nur ein Kanal, sondern wenn man was auf LinkedIn macht, dann sollte man auch irgendwie paid auch vielleicht was organisch machen, E-Mail nutzen, im besten Fall noch Google, vielleicht auch mal auf YouTube längere Videos hochladen. Es ist dann einfach diese Mischung. Wenn du halt wirklich so omnipräsent sein willst, dann musst du halt auch auf verschiedene Channels gehen und verschiedene Kanäle nutzen. Ja, absolut. Ja. Und was war für dich, was glaubst du, wie es jetzt in Zukunft weitergeht? Du hast ja jetzt mal so beschrieben am Anfang, gerade jetzt auch so in Bezug auf LinkedIn und dieses ganze Thema Lead-Gen, Demand-Gen, was glaubst du, wie wird es jetzt? Ja, also ich glaube, 2024 wird auf jeden Fall noch ein Knackpunkt das Thema Videos sein, weil LinkedIn ja auch mit dem neuen Feature kommt, Videos zu pushen, organisch, so ein bisschen in Richtung hin Instagram, Reels, TikTok. Mit dieser Funktion, dass man dann wirklich durch den Newsfeed scrollen kann und nur Videocontent konsumiert. Also ich glaube, da werden einfach alle Unternehmen oder die Personal Branding betreiben, die jetzt schon Videos machen, einen enormen Vorteil haben. Und alle Unternehmen, die noch keine Videos machen, müssen halt unfassbar schnell auf diesen Zug aufspringen. Ja. Weil ich glaube, das wird in 2024 nochmal so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, was das Thema angeht. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt nächstes Jahr vielleicht im Juni hier nochmal sitzen, sogar, dass wir sagen, das ist ein Muss. Ja. Also jedes Unternehmen, das auf LinkedIn aktiv sein möchte, sei es jetzt in Richtung Mitarbeitergewinnung, Kundengewinnung, in den Werbeanzeigen und organisch mit Videocontent arbeiten muss. Ja. Daniel lacht. Mehr zu tun für unseren Videografen. Aber ja, auf jeden Fall. Weil man sieht halt jetzt, dass wenn man Videos einsetzt, man halt noch sozusagen auch überproportional gute Ergebnisse bekommt. Und das ist dann meistens immer so ein Zeichen, okay, viele sehen das dann, mehr machen und irgendwann geht's dann nicht mehr ohne. Ja. So wie es früher überproportional gut war, wenn du Leute einfach angeschrieben hast, dann war es super einfach mit organischem Content die Kunden zu erreichen, weil du so viel Reichweite umsonst bekommen hast. Ja, stimmt. Das ist ja auch jetzt eingeschränkt. Algorithmus wurde angepasst, ist auch nicht mehr der Fall. Genau, wenn ich jetzt was poste, habe ich die Hälfte der Reichweite im Vergleich zu. Ja. Also auch dieses Verhältnis, wie viel Kommentare man und Likes man hat,
hätte man früher so viele gehabt, dann hättest du dreimal so viel Reichweite. Ich finde auch im Verhältnis zu deinen Followern oder ja, zu deinem Netzwerk, ne? Ich glaube, bei mir sind es jetzt fast 9000. Wenn ich sowas poste, dann bin ich immer irgendwo, ich sag mal so, das Schlechteste sind irgendwie vielleicht 2000 und ja, so das Beste sind so 5. Aber früher ist man auch ganz easy über seine Anzahl der eigentlichen Kontakte ja, hinausgegangen. Also mit 10, 12, 15.000 Impressions, obwohl man viel weniger Kontakte hatte. Ja. Also auch das Verhältnis hat sich ja, ja, extrem geändert. Ja. Und ich glaube, das wird auch weiterhin so sein. Also wir sehen das jetzt ja zum Beispiel auch mit den Document-Ads. Die gibt es ja seit Ende letzten Jahres. Die funktionieren jetzt im ersten Halbjahr von 2024 ja in den allermeisten Fällen echt richtig gut. Ja. Aber auch da bin ich mir 100% sicher, in den nächsten 6 Monaten wird die Kurve abfallend sein, weil es einfach jetzt immer mehr machen. Ja, die Leute kennen es. Es ist auch tatsächlich leichter aufzusetzen sogar noch. Ja, klar. Und bin ich mal gespannt, was da als nächstes ist. Aber LinkedIn pusht ja schon das Format Video jetzt mit diesem extra Channel. Ja. Also ich glaube auch, wenn Videos mehr ausgespielt werden, und ich merke es ja schon an meinen Posts jetzt, dass ich auch wieder mehr Videos posten will, weil ich letzte Woche wieder ein Video gepostet. Ich habe eine Anfrage bekommen. Ich habe 2 Kooperationsanfragen bekommen und eine Person, die direkt gekauft hat. Das war dann halt wieder so. Ja, das ist wieder der Aha-Moment. Ja, ne? Genau. Es ist einfach viel mehr Videos. Auch wir. Und wir machen schon sehr viele Videos. Aber da kann man einfach viel mehr machen. Es bringt einfach. Da hilft mehr, mehr. Ja. Mehr bringt mehr. Definitiv. Mega. Ja, cool. Dann schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch das Format so gefällt. Wir würden vielleicht auch mal eine Folge machen, wo wir so ein bisschen über Account-Based Marketing sprechen. Was kann man da für Strategien machen? Und dann werden wir das in Zukunft öfters machen. Und ja, genau, schreibt einfach mal rein, ob euch solche Formate interessieren, ob ihr irgendwelche anderen Interessen noch habt. Und ja, nicht vergessen, Daumen nach oben, Kommentaren. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao.